Es sollte eigentlich ein Abend für Vielfalt und Toleranz werden. Am Ende waren viele Zuschauer jedoch entsetzt und sauer über den Gewinner der Dragshow. Am Montag fand auf RTL die Show Viva la Diva statt, in der 7 prominente Männer in Dragkostüme schlüpften und eine mega Show auf die Beine stellten. Ein Rateteam sollte während der Sendung erraten, wer unter den aufwendigen Kostümen steckt. Nachdem alle Auftritte gelaufen waren, stand der Sieger fest. Comedian Faisal Kawusi gewann als Madame Lestrange die Dragshow und begeisterte Publikum sowie Jury. Doch nachdem der 30-Jährige im Frühjahr diesen Jahres mit einem schlechten Witz über K.O.-Tropfen negative Schlagzeilen machte, distanzierte sich RTL nach der Show von Kawusis Aussagen. Auf Twitter postete der Sender: Wir distanzieren uns von den Aussagen, die Faisal Kawusi im April auf Social Media getätigt hat. Für Diskriminierung und Respektlosigkeit gibt es hier keinen Platz, da sind sich alle Beteiligten einig. Für viele Zuschauer kam das Statement jedoch zu spät. Sie machten ihrem Ärger im Netz Luft und forderten, dass RTL viel früher dazu hätte Stellung beziehen müssen.